Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal und herzlich willkommen zum vierten und letzten Video. Wir richten uns die Rade her. So, Freunde. Also, mein Schweinehof ist fertig. Moment, jetzt muss ich mich selber erstmal ein bisschen orientieren. Hier oben war der Reiterhof. Den richte ich mir auch noch her. Da ist der Schafshof. Hier drüben ist der Haupt. Nee, hier ist mein Schweinehof. Ja, diese drei Gebäude, die gibt es im Mod-Hub als Placeable Mod. Den habe ich mir genommen. Das passt hier einfach wunderbar her. Das ist absolut stimmig im Spiel. Ja. Und ja, so sieht mein Schweinehof aus. So, der Schafshof. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Jetzt muss ich mich selber erstmal wieder orientieren hier. Das ist. Ja, da kann man eigentlich auch noch eine Selling Station Balls einbauen. Wie gesagt, das könnt ihr aber machen und tun, schalten und walten, wie ihr wollt. Das hatten wir ja im ersten Video behandelt, das Thema. So, hier ist der alte Schafshof. Der ist soweit in Funktion, so dass wir da halt ja Sachen unterstellen können beziehungsweise Geräte unterstellen können. Ansonsten die Weide ist an für sich außer Betrieb. Deswegen habe ich hier so ein paar Pylonen hingestellt. Na, hier hinten an der Einfahrt genau das gleiche. Die Weide wird erstmal nicht in Funktion sein. So, was fehlt uns denn jetzt eigentlich noch? Uns fehlt eigentlich jetzt hier auf der Rade noch die Träger zum Tanken. Dann würde ich, ja, Träger zum Tanken, Wasserträger, und zwar hier hinten am Wasserhaus. Muss ja selber erstmal wieder orientieren hier. Hier ist. Puh, wo war der Ding jetzt? Nee, da war er nicht. Stimmt, Sägewerk fehlt uns noch. Jetzt machen wir uns mal einen Zettel. Genau das werden wir denn heute alles soweit behandeln. Jetzt im letzten Video, dass wir hier noch die wichtigsten Trigger einbauen. Also Wasser brauchen wir. Dann brauchen wir Tanke. Davon haben wir ja auf der Rade zwei Stück gehabt. Einmal bei der HG und einmal beim Händler. Wie gesagt, das werden wir definitiv jetzt noch einbauen. Dann brauchen wir ja noch Saatgutkauf, Kalk und puh, was brauchen wir noch? So, hier hinten ist die HG. Ja, da ist schon ein Leim, also ein Kalk. Kalkträger ist da schon verbaut. Ein Verkaufsträger ist da verbaut, der ist dort. Also fehlt uns hier noch ein Saatgut, ein Dünger und ja. Flüssigdünger, würde ich sagen. Flüssigdünger weiß ich gar nicht, ob es so da schon irgendwas gibt. Das werden wir gleich gucken. Und zwar dadurch, dass uns das Hauptspiel hier keinen direkten Saatgutträger bzw. kein Saatgutsilo bzw. Mineralsilo liefert, werden wir hier definitiv auf Mod zurückgreifen. Das werden wir uns gleich aus dem Internet raussuchen. So, vorab. Ich habe einen Kommentar gehabt unter dem letzten Video, dass jemand nicht klarkommt, um die Map zu öffnen. Ja, mal ganz ehrlich gesagt, deswegen ist man doch kein Dödel. Ja, der Kommentar war denn so gewesen, sinngemäß, ich bin ein Dödel, ich krieg nicht mal die Map im GE geöffnet. Leute, deswegen ist man doch kein Dödel. Leute, wisst ihr, wie lange ich gebraucht habe, um mit dem Giants Editor umzugehen? Das hat Wochen gedauert. Ja, mittlerweile arbeite ich mit dem Giants Editor seit dem LS17. Seit Anfang des LS17.
Ja, ich habe ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, den LS15 gespielt. Ja, einfach nur gespielt, einfach nur gedaddelt. Ja, und im 17er habe ich erst angefangen, effektiv mit dem Giant Editor zu arbeiten. Ja, Ende des 19ers habe ich erst angefangen, mit dem Blender zu arbeiten, nachdem ich mir Tutorials reingedrückt habe ohne Ende. Vorher war der Blender für mich einfach ein rotes Tuch. Ja, Leute, einfach nicht verzweifeln. Es ist kein Hexenwerk, mit dem Giant Editor umzugehen. Ja, Bewegung, ganz einfach. Ich erkläre es euch gerne nochmal für Leute, die noch nie mit dem Giant Editor gearbeitet haben. Ja, so, Bewegung, Kamerabewegung, linke Alt-Taste gedrückt halten, rechte Maustaste vor, zurück, rechte Maustaste Drehung, Rotation um die eigene Achse und beide Tasten seitwärts bewegen. Linke Alt-Taste und beide Maustaste seitwärts bewegen. Ja. Oder hoch, runter. Beide Maustasten, linke Alt-Taste gedrückt halten. Das sind die Bewegungen einfach. Das sind einfach die Grundlagen. Das ist kein Thema, das ist keine Schande, wenn jemand sagt, er hat noch nie mit einem Giant Editor gearbeitet und kriegt die Map noch nicht mal geöffnet. Ihr müsst die Map natürlich erstmal entpacken. Die Map kommt als ZIP-Datei. Diese ZIP-Datei müsst ihr entpacken mit 7-Zip oder WinZip. Die beiden Entpackungsprogramme. Windows 11 bietet mir diese Option schon von Hause aus und ab Windows 10 könnt ihr aus dem gezippten Ordner herausarbeiten. Na, diese Möglichkeit bietet mir Windows 10 schon. Ja, Windows 11 bietet mir die Möglichkeit, dass er aus dem Ordner herausarbeiten kann und ich kein extra Programm brauche, um einen Ordner zu zippen. Das macht Windows 11 schon. Das hat Windows 11 schon integriert. Ja. Aber wie gesagt, Leute, es ist doch nicht so schlimm. Ja, ich habe gesagt von Anfang an, wer nicht klarkommt, sollte sich bitte melden. Und am dritten Video, was heute Vormittag erschienen ist, habe ich einen Link zu meinem Discord. Ihr seid auf meinem Discord zu nichts verpflichtet. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist ein vernünftiger Umgang miteinander und einfach mal den Anstand besitzen und einfach mal Hallo sagen. Ja, mehr ist nicht. Ja, auf meinem Discord ist kaum was los, kein Thema. Wer jetzt da nur raufkommt und sich Tipps holt oder Fragen hat, alles gut, könnt ihr alles machen. Das, was ich beantworten kann, beantworte ich auch. Ne? Aber okay, wir werden jetzt ganz einfach erstmal einen Wasserträger verbauen. So, dazu gehen wir mal in unsere Map, in die Placeables. Ja. So, da ist nämlich schon Wasserträger eingetragen. Das zieht mal hier rüber. Und dann ziehen wir den hier rüber. So. Kuban, beziehungsweise, das können wir alle hier zumachen. Dann haben wir nur die Sachen offen. So, dann haben wir jetzt hier zwei Einträge. Ja, das ist jetzt die Placeables aus der Map Alpine. Wir können aber natürlich auch unsere eigene Placeables nehmen. Ja, überhaupt keine Frage. So, dann gucken wir mal, ob wir hier einen Eintrag haben. Water. Zack. So, wo ist er? Water. Da. Water Fill Trigger. Ja, hier steht er. Und den holen wir uns jetzt. Ja, den finden wir ganz einfach. Gehen wir einfach den Pfad nach. Ja, ich hole das mal hier rüber, dann seht ihr das auch. Dieser PC. Wir müssen ganz einfach nur diesen Pfad hier nachgehen. Ganz einfach. So, Programme 86. Das ist jetzt der Pfad, den bei den meisten zumindest, ich sag jetzt mal, bei den meisten stimmen sollte. Bei einigen ist es aber auch so, für die Leute, die die Version über Steam haben, ja, ist unter Programme 86 hier unten Steam. Ja, und dann gibt es hier unten nochmal einmal Steam Apps. Ja, dann kann man, bei mir stehen jetzt die beiden drin, Steam Works Charlotte und Railworks. Dieses Railworks ist dieser Train Simulator 2022 und bei dem anderen
bei einigen anderen wird dann hier unten auch noch Giants bzw. Farming Simulator 2022 erscheinen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht mein Fahrt. Mein Spiel liegt ganz einfach unter Programme 86. Und Farming Simulator 22. So, jetzt können wir den Pfadchen einfach nachgehen. Das ist Data, Placeables, Map US. Und dann ist hier unten der Water Fill Trigger. Ja, ich möchte das Ganze aber in Deutsch haben. Also Map Alpin. Moment. So, dann suchen wir mal hier nochmal nach Water. Halt, jetzt tragen wir da Water ein. Da ist er. Water Tank Level. Haben wir noch einen? Nein, haben wir nicht. Also werden wir doch im Endeffekt auf den hier zurückgreifen müssen. Ja? Also, Placeables, Map US. Water Fill Triggers. Und da liegt der Trigger. So, das heißt, das ganze Spiel machen wir nochmal. Importieren. Dieser PC. Windows C. Programme 86. Farming Simulator 22. Data. Placeables. Map US. Und da haben wir den Water Fill Trigger. Öffnen. Den nehmen wir uns, X, Steuerung X, gehen hier oben ins Gameplay rein, also einmal auf die Pluszeichen, klicken einmal Placeholders an. Was Placeholders macht, habe ich in Video 2 erklärt. Und Steuerung V und dann haben wir den Waterfill-Trigger da drin. Das heißt, das Ding ist nicht sichtbar, so lange, beziehungsweise funktioniert nicht, so lange, bis wir das Teil verlinkt haben. Mit der XML. So, Freunde, denn die HG brauchen wir. Da in der Nähe ist nämlich das Wasserhaus. Und zwar hier. Das war im 17er bzw. im 19er das Wasserhaus und genau da werden wir auch wieder diesen Trigger verbauen. Also Steuerung B und dann ist er platziert. Sollte er zumindest. Steuerung B. Zack. So. Dann haben wir hier noch einen zweiten. Einen haben wir am Wasserhaus. Und den anderen, mal gucken, haben wir hier ein Gewässer, wo wir auch rankommen. Ne, ist ja auch ganz wichtig, dass wir da rankommen. Das ist ja nicht nur, dass wir den platzieren, sondern es soll ja auch ein bisschen Sinn machen. Ne? Okay. Ich habe hier vorhin gesehen, dass wir hier irgendwo so einen kleinen Tümpel haben. Und den gilt es jetzt erstmal zu suchen. Da ist er, glaube ich, ne? Ja. Da ist dieser kleine Tümpel. Da. So, jetzt kommt man da natürlich nicht ran. Ich meine, wie will man da rankommen? Will man hier durchs Feld fahren oder was machen wir da? Nee, machen wir nicht. Wir gucken mal, ob wir noch eine andere Möglichkeit haben. Weil wir brauchen ja auch Wasser für die Tiere, ne? Also gucken wir mal. Kommt man da ans Wasser irgendwie ran oder? Na, da wird die Map, da ist die Map-Begrenzung. Nee, da kommen wir nicht ran. Gut, die andere Sache ist, ja, den irgendwo jetzt ins Nirgendwo zu ballern, das ist ja nur auch Blödsinn. Was haben wir da? Ach, da sind. Aha. Gut. Aber da kommt man ran, oder? Na, eher schlecht. Eher schlecht, Freunde, eher schlecht. Beziehungsweise
Hier könnte man. Ne? Alles klar. Gut, dann Steuerung B, zack, den dahin. Dann ziehen wir den noch ein Stück nach oben. Und platzieren den vernünftig. So. So sollte das okay sein. Ja. Heißt, wir würden immer noch ein Stück. Jawohl. So. Weil ich denke mal, wenn wir jetzt hier mit dem Hänger reinfahren, kriegen wir ein leichtes Problem, den da wieder rauszuholen. Na, das wollen wir ja dann auch nicht. Okay, jetzt haben wir die beiden Sachen platziert. Die beiden Trigger sind platziert. Das heißt, den Giant-Editor ziehe ich mir mal hier rüber. Das können wir ausmachen. Wundervoll. So. Dann haben wir jetzt hier die Koordinaten. Als allererstes müssen wir aber hier vorne die Ausklammerung wegnehmen, damit denn der Pfad auch wirklich funktioniert. Ja. So. What Mapper dient. So, der Pfad, der stimmt. Und jetzt brauchen wir nur noch unsere Koordinaten hier einzugeben. Die holen wir uns natürlich selbstverständlich wieder aus dem Giant Editor. Und damit sind dann die Wassertrigger verbaut. V. Steuerung C und Steuerung V. Einmal abgespeichert, dann gucken wir in die Store-Items und suchen da auch ebenfalls nach dem Water. Zack. Water Placeable, Water Fill Triggers. Steht schon drinne. Das war's. Und damit sollte eigentlich der Wasserträger funktionieren. Testen werden wir das Ganze natürlich, wenn wir die Map spielen. Ich habe mich doch dazu entschlossen, die Map zu spielen. Und weil alles andere wäre jetzt eigentlich hier völlig sinnlos. Ja, warum mache ich mir eine Map fertig, wenn ich sie denn doch nicht spiele? Aber okay. So. Wir speichern einmal im Giant Editor. Und dann holen wir uns den Gas Station Trigger. So, importieren Map US. Der Gas Station liegt hier oben. Zack. Fertig. Den schneiden wir wieder aus. Steuerung X. Scrollen hier nach oben. Placeholders. Steuerung V. Wieder drinnen. So. Dann gehen wir zum Händler. Dort steht die Tankstelle und dort ist unsere Tankstelle. Das heißt, wir werden jetzt dort auch den Gasstation-Träger verbauen. Und Steuerung B und einmal platzieren bitte. Schon ist er verbaut. So. Gucken wir mal. Gasstation-Teleport-Node. Jawohl, das passt. Da ist der Träger. Wunderbar. Gucken wir mal, zack, ziehen wir das hier noch ein bisschen rüber. Okay, das heißt, wir den ziehen hier wieder rüber. Zack, ja, mein Hauptbildschirm arbeitet in 4K. 3000 schieß mich tot, mal 2100, ebenfalls schieß mich tot. So, dann gucken wir Gas Station. Da ist er. Hier ist der Eintrag. Sprich, den nehmen wir wie. Nehmen wir erstmal die Ausklammerung wieder raus. Fertig. Und dann tragen wir hier bloß wieder die Werte ein. Rotation 12 Punkt und so weiter. So, Z, Steuerung C, Steuerung V, Steuerung C. Und dann fügen wir die ganze Sache ein. Steuerung C.
Und der letzte Wert, V. So, in den Placeables bzw. in den Store-Items müssen wir nichts mehr machen. Da ist der Gas-Station-Träger schon drin. Hier ist er. Ja. So, Werkstätten haben wir am Hof. Die brauchen wir nicht. Ja. So. Ja. Dann holen wir den hier wieder rüber. Klicken hier irgendwo hin. Speichern die ganze Sache ab. Fertig. Jetzt haben wir die beiden wichtigsten Trigger auf jeden Fall schon mal drin. Ja. So, was machen wir jetzt noch? Wir werden jetzt mal schauen, ob wir im Internet irgendwas finden, von wegen hier platzierbare Kaufsilos. Ja, dazu LS22 platzierbare Silos. Na, da liefert er mir doch schon was. Forbidden Mods. Gucken, haben wir da irgendwelche Bilder dazu? Ja, haben wir. So, Basisfutter, Weizendünger, Hafer, Kalk, Schweinefutter, Saatgut, Streusalz. Bombastisch. Haben wir alles, was wir brauchen. Die sehen auch gar nicht so schlecht aus. Mal ein bisschen farblich gestaltet, die ganze Angelegenheit. Finde ich gut. Laden wir uns runter. Weiter zum Link. Gibt es sogar auf ModHub. Sehr schön. Freut mich. Und super. Enthält Silo für Basis. Silo. Ach, das sind keine Kaufsilos, sondern das sind platzierbare Silos, wo man das einlagern kann. Oder? Ja. So sieht das jedenfalls für mich aus. Das sind dieselben. Ach. Also manche Seiten mit ihren Scheiß-Cookies ist... Feldhaufen platzierbare Silos. Ah, das ist dasselbe. Ja. Zurück. Silos. Schreiben wir mal noch Kauf Silo. Alle Früchte kaufen, Mods download, Feed Action. Also das sind Placeable Silos, Nachfülltanks. Gehen wir mal unter Bilder. Meistens findet man dann eher was. Platzierbare Kaufsilos. Gucken, haben wir da was? Enthält Kaufsilos für Häckselgut, Hühnerfutter, Dünger, Pferdefutter, Schweinefutter, Kalk, Saatgut, TMR, Gras, Silage, Stroh, Salz. Außerdem ein All-in-One-Silo mit allen Füllarten. Also Dünger ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Na, also Pferdefutter, Schweinefutter, Saatgut. Na wunderbar. Dann haben wir doch. Den laden wir uns runter. Fehler. Mod nicht gefunden. Nicht schön. Das ist... Ach, für 19er. Gut. Können wir den eh nicht gebrauchen. LS19. Multisilo. So, Kaufsilos. Forbidden Mods. Das wird ebenfalls LS19 sein. Jawohl. Also ihr seht schon, es gibt da kaum irgendwelche Silos. So, Farming Simulator 22. Es gibt ein Silo, das ist ein All-in-One-Silo. Passt mir nicht ganz so gut. So, das sind LSI,
19 Mod. Den müssten wir jetzt mal umbauen, dass der auch wirklich im 22er funktioniert. So, Feed, Pickfoot, Oat. Das ist nicht gut. Das ist eine Platzierung in Silos Karma 16. Die können Futtermittel mit wie Weizen, Hafer, Schweinefutter kaufen. Nee, möchte ich nicht. Leute, das ist echt zum. Den Rest erspare ich mir. Das LS19. Mods All, Mods für Landwirtschaftssimulator. Mal gucken, was wir da haben. LS22. Almkrieg. Nein, A19 Region. Das ist auch eine Map. Gucken wir hier mal. Multifrucht. Nachfüllstation. Mineralfutter. Kalk haben wir ja. So, mehr gibt es nicht. Also ihr seht, das ist schon echt schwierig, irgendwas zu finden. Ich möchte aber ganz gerne ein Silo haben, wo man halt ja, wo wir kaufen können. Ja, das Einzige, was wir mal machen können, aber das wäre auch ein bisschen blödsinnig. Weil die Weil. Hey, die Weil, Freunde, das ist Universal Kaufsilo. Ja, möchte ich eigentlich nicht. Möchte ich nicht, möchte ich nicht. Saatgut. Also diese Werbung hier bei Mottoster, die kann einen wirklich. Das ist ganz vielversprechend hier. Und ist für ein 22er, ja. Ja, gut. Okay, dann laden wir uns den mal runter hier. Und werden das Teil hier verbauen. Gehen wir einmal zurück. Steuerung C. Das können wir denn schließen. Gerade. Öffnen. So, da steht es ja, was das ist. Brauche ich also nicht. Nochmal extra kommentieren. Speichern. So. Können wir den wieder zumachen? Den ziehen wir uns mal hier raus. Das können wir löschen. Zack. Fertig. So. Den brauchen wir auch nicht. Dann nehmen wir uns das. Ach ja. Und legen den in den Mod-Ordner. Mods. So, jetzt haben wir den. Das heißt, wir gehen jetzt ins Spiel. Wir machen uns das jetzt ein bisschen einfacher. So, Karriere, leerer Speicherplatz, Gemeinderade, Start, auf geht's. So, ich nehme mal einen Schluck Kaffee, Leute. Herrlich. Gut.
Kalter Kaffee macht schön, immer her damit. Zack. Bestätigen. Nein. So. Jetzt geht es natürlich wieder darum, dass wir ja das Land nicht besitzen. Das heißt, wir müssen uns erstmal ein bisschen Knete schieten. Klack. So. Dann werden wir mal zur HG springen. Ach, geht ja wieder nicht. Mann. Herzlichen Glückwunsch. So, Land. Kaufen 2,7 Millionen. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist doof. Denn Fahrzeug einsteigen. So, dann wären wir jetzt bei der HG. Ja, normalerweise wäre das jetzt hier absoluter Blödsinn, jetzt hier noch so eine Multikaufstation hinzustellen. Aber Leute, ich möchte gerne da noch so ein Silo haben. So, Container. Seeds. So, jetzt haben wir da so ein Ding zu stehen. Speichern wir die ganze Geschichte ab. Und verlassen das Spiel wieder. Doch. Das ist, wie gesagt, das, was ich euch im dritten Video gezeigt habe, wie man was verbaut, was man im Spiel vorher platziert hat, was man aber dauerhaft haben möchte. Na? So. Dann brauchen wir noch mal einen, halt, wir haben ja zwei Mods. Genau. Nehmen wir uns bitte. So, Dokumente, MyGames, Farming Simulator, Mods. Quatsch. Wir brauchen Speicher, Safe Game 3. Und dort brauchen wir die Placeables. Da ist er. Wir müssen schneller runterscrollen. So. Und da ist unser Nachfüllzeug. So, das kopieren wir uns einmal. Steuerung C. Gehen dort rein. Gehen hier runter. Einmal Zeile frei, Steuerung V. Dann brauchen wir allerdings wieder den Giants Editor, weil wir brauchen ja unsere Koordinaten. Brauchen wir nicht. Haha, wir haben es ja da schon gleich so platziert, so wie wir es haben wollen. Na? Also brauchen wir die ganze Geschichte nicht. Das heißt, wir können die ganze Sache abspeichern. Das ziehen wir hier wieder rüber. So. Und das heißt, im Umkehrschluss, das sollte gewesen sein. So, dann machen wir das mal zu. Gehen wieder ins Spiel. Dann haben wir einmal löschen, bitte. Gleich einen Speicherplatz, hier mal gerade Start. So, ich mache mir gerne dazu immer die Konsole an, dann sehe ich, ob da noch irgendwo was schief läuft. Wenn er lädt, gut, für die
Pixel, in der XML kann ich nichts. Data Placeables senden. Ach, da stimmt irgendwas nicht. Start. Bestätigen. Nein. Ach, das ist die Autodrive-Config. Ja. So. Wie gesagt, das Gelände hier müsst ihr ja sowieso erstmal kaufen. Und da ist bitteschön unsere Nachfüllstation. Da können wir wieder nicht hinspringen. Aber ihr seht, die ist da. Ja, da ist sie. Kinding. Die ist da. So, was wir jetzt aber mal machen, ist, ich möchte ja noch was versuchen. Geld hinzufügen. Denn werden wir einmal auf Land gehen, dann gehen wir darauf, das kaufen wir 500.000, mehr was soll's. So. Da sind die Schweinchen. Und da ist, hier ist, wie gesagt, der, ja, der, die Tanke. Na, können wir mal besuchen gehen. Ihr seht, der Trigger funktioniert, sonst wäre das Icon nämlich nicht da. Und dann, ja, zeige ich euch mal meinen Schweinehof im Spiel. So, Zufahrt, wie ihr habt im LS17 hier über diesen kleinen Weg. Und dann kann man sagen, herzlich willkommen auf dem Schweinehof. Das sind hier diese englischen Sheets. Ja. Also, das Teil hat mich. Oh, ich sehe gerade, ich muss hier nochmal einen Rundgang machen. Ja, da haben wir den Werkstatttrigger. Ist schon mal sehr, sehr schön. Dann habe ich hier noch einen Ballenunterstand. So, hier Platz für Maschinen ohne Ende. Ja. Und auch die werden extern beladen. Ja. Wer die Sheets haben möchte, der meldet sich bitte bei mir. Ich stelle sie euch sehr gerne zur Verfügung. Das muss ich hier nochmal ein bisschen anpassen. Das ist aber nicht schlimm. Ja. Und dann haben wir hier noch einen Unterstand mit Außenunterstand. Also, Leute, schon eine coole Geschichte hier. Ja. Taste R bringt Licht ins Dunkle. Also ihr seht, es funktioniert. Ja, auch die Sachen werden extern geladen, wie gesagt. Das heißt, der Mod muss im Ordner liegen, sonst wird das nichts. Ja. Dann können wir mal gucken, ob der Wassertrigger geladen wird. Farmers Market, Silo, Station Brawls, Manual Heap. Leute, das machen wir uns mal ein bisschen einfacher. Und zwar, wenn wir hier schon mal drinne sind, öffnen mit Notepad++. Na komm. Und dann suchen Water. Wasserfüllträger wird auch geladen. Wunderbar. Gasstation wird geladen. Wasserfüllträger wird geladen. Einwandfrei. Ja. Eigentlich wäre damit die Map hundertprozentig spielfähig. Ja. Das Einzige, was wir jetzt noch gemeinsam machen, ist, dass wir einen Saftmüllträger laden. Sprich, einen Sägewerk. Ein Sägewerk brauchen wir ja noch. Na, so. Dann gehen wir hier oben auf Suchen. Suchen. Saftmüll. Und da ist er. Hier. Na? Okay. Dann werden wir uns mal
wieder das gute Stück hier reinholen, beziehungsweise das machen wir natürlich über den Giants Editor. Also, Datei importieren, Map US und da liegt der SoftMail-Trigger. SoftMail-Triggers öffnen, Steuerung X ausschneiden, Steuerung V einfügen. Dann suchen wir uns das Gebäude. Wo war das jetzt? Wo war das? Wo war das? Hier nicht. Nee. Naja, ein bisschen kleine Fuchsarbeit ist manchmal halt mit dabei. Das ist aber alles kein Ding. Der Sägewerk war, glaube ich, hier, beziehungsweise ja, hier auch. Oder lassen wir das Gebäude ohne Funktion? Das ist unten ver. Ja. Könnte man eigentlich ein moderneres Sägewerk einfügen, also eine Produktion und das Hauptsägewerk? Ach, das ist hier die freie Fläche, wo wir halt im LS19 die Strohbergungshalle hingestellt hatte. Genau. Was auch bei dem Spiel von anderen bekannten YouTuber war. Ja, der hat da. Oh, hier hinten ist auch noch so ein kleiner Tümpel. Ich glaube, den meinte ich auch eigentlich vorhin. Aber okay, gut. Jetzt gucken wir aber erstmal, wo wir. Was sind das hier? Aha. Jetzt gucken wir aber erstmal, wo der andere. Das andere Sägewerk ist, das war auf jeden Fall nicht hier hinten. Aber das stand hier irgendwo. Da ist es. Da ist es. Da ist das Sägewerk. So, das heißt, wir nehmen uns den Trigger, Steuerung B, platzieren wir. Spawner, Loading Station. Oh, ich glaube, das Ding ist ein bisschen zu groß, war. Das müsste ja, wenn denn, hier drin passen. Das heißt, gucken wir mal. Dann werden wir das hier hinsetzen. Ach, das ist. Naja, direkt in der Zufahrt muss ja dann auch nicht sein. Aber irgendeine Lösung wird es dafür geben. Wir können das auch nicht verändern. Wir können natürlich sagen, wir verändern das noch. Aber. Yeah. Du kommst da wieder hin. Ja, das ist aber hier immer ein bisschen blöd, weil erstens hier ist der Füllträger. Und ich möchte das eigentlich aus dem Hauptspiel laden. Nein. Minus. Und das ist der Submit-Trigger. Ach ja. Das wäre.
Ah, das könnte man machen. Das könnte man machen. Indem man das jetzt hier noch ein Stück rauszieht. Dann gehen wir wieder zurück. Dann kann man sich hier irgendwie so einen natürlichen Punkt setzen. Ja, da ist der Trigger. Das liegt eigentlich direkt auf der Erde. Okay. So. Und so könnte man das dann lassen. Dann markieren wir uns das hier. Nee, Animal Mood wollen wir nicht. Klack. Nehmen wir Dirt. So, in diesen zwei Bereichen müssen wir denn. Ja, so lassen wir das. Ist zwar nicht schön, wäre jetzt auch nicht, aber da ist die Zufahrt. Das ist doof. Das ist nicht so schön. Das ist ja die Zufahrt. Ah ja, ist schon nicht einfach. Gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit, wo man hier die Zufahrt machen könnte? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Gucken wir mal auf der Map Alpine. Aber das Ding hat keinen Softmill-Trigger. Nee. Der Teil hat auch keinen. Das ist doof, Leute. Das ist wirklich echt blöde. Weil schade um die Map, wenn wir jetzt hier keinen Softmill einbauen. Kein Sägewerk einbauen, das wäre echt schade drum. Dann müssen wir das anders machen. Data, Placeables, Map US und da liegt ein Softmill. Das kopieren wir uns schon mal. Kopieren. Dann gehen wir rüber in die Map, in die XML. Sagen hier neu Softmill. Ja, was macht er jetzt? Aha. Und hier sagen wir jetzt einfügen. Hier fügen wir jetzt erstmal die XML ein.
Dann öffnen wir uns den Softmail-Trigger mit dem Giants Editor. Ach, das Fenster nervt so ein bisschen. Steuerung C. Na, ihr seht, wie weit das auseinander ist. Das ist der helle Wahnsinn. Das ist ja nun blödsinnig. Datei. Mit Daten exportieren. Dann gehen wir in unsere Map. Suchen wir uns mal unsere Map hier. Mods. FS22 Rade. Maps. Map US. XML. Und da ist der Zafmel. Steuerung V. Ja. Und ja. So, dann können wir das hier wieder zumachen. Nein. Wollen wir nicht speichern. So, hier machen wir uns. Nein, das machen wir wieder zu. Das ist ja. Da dürfen wir nicht rangehen. Den in der Map machen wir uns auf. So, die Map ist noch offen. So, und dann können wir das hier einfügen wieder. Das machen wir natürlich selbstverständlich wieder jetzt kooperativ. Datei importieren. Und genau, da liegt das ganze gute Stück. Steuerung B dahin. So. Steuerung X, Placeholders, Steuerung V. Dort liegt es noch an dieser Stelle. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt werden wir mal dort brauchen wir Fitmut. Gravel. Ist das Gravel? Nee, das ist nicht Gravel. Concrete 2. Machen wir uns das hier ein bisschen. Markieren wir uns das mal ein bisschen. Oh. Das haben wir auch. Sehr schön. Okay. So, jetzt liegt das andere da draußen. Jetzt müssen wir gucken, wo das ist. So, Loading Station. Genau. Okay. So. Jetzt machen wir den Datei. Exportieren. Auf nach Safmel. Haben wir das richtig? Ja. Achtet bitte darauf, dass ihr denn hier diesen Safmel anklickt. Ja, das, aber bitte schön die Haupttransfer umgruppen. Safmel ist bereits vorhanden. Möchten Sie ersetzen? Jawohl. Fertig. So. Dann können wir jetzt erstmal den Giants Editor hier rüberschieben. So. Dort ist Safmel. Dann werden wir erstmal das Ausklammern wegnehmen. Wo ist es hier? So, da können wir schon mal eine 0 eintragen.
So, jetzt brauchen wir natürlich den Pfad. Ich schätze mal, den habt ihr euch jetzt nicht gemerkt, ne? So, also. Dazu gehen wir erstmal, nein, dahin müssen wir. MyGames, Farming Simulator 22, Mods, FS22 gerade, Maps, Map OS, XML. Und da liegt der Zaffmüll drin. Das heißt, wir haben jetzt hier diesen Pfad. Data, Placeables, Map OS, Zaffmüll, XML. Da liegt das ja nicht mehr. No? So, das hier können wir lassen. Das haut hin. Und wir brauchen diesen Pfad hier. Sprich, Map OS kommt später. Das brauchen wir. Beziehungsweise das alles hier bis XML. Steuerung C. So, und V. Dann können wir das erstmal speichern. So, dann müssen wir das noch natürlich noch mal kontrollieren. Maps, MapDir steht dafür, dass es in der Map drinne ist. Wenn irgendwas extern geladen wird, steht Moddir. Ja, Moddir sagt dem Spiel, das ist ein Mod. Und MapDir sagt dem Spiel, ist in der Map integriert. So, also nochmal von vorne. Safmil. Hier. Da ist er. So, also MapDir, Maps. Stimmt. Map US. Stimmt auch. XML stimmt. SAFMIL, SAFMIL. Und dort liegt die SAFMIL XML. Also der Pfad sollte stimmen. Jetzt müssen wir natürlich, wie ihr habt, wie bei den anderen Trigger, auch die Koordinaten angeben. So, Koordinaten sind drinne. Dann gehen wir in die Store-Items und suchen mal nach Safmil. Da ist der Safmil. Das heißt, das müssen wir jetzt natürlich ebenfalls noch den Pfad anpassen. So, dann kopieren wir uns das alles hier raus. Steuerung C. Steuerung V. Bis dahin. V. Maps. Wir können das nochmal kontrollieren. Also Maps, Map US, XML, SAFMIL und dort liegt die SAFMIL XML. So, jetzt kommt das nächste. Jetzt müssen wir hier den Pfad anpassen. Also Doppelklick drauf. Jetzt müssen wir hier den Pfad anpassen zum Trigger. Das wiederum ist derselbe wie hier. Also, das kopieren wir uns wieder raus. Steuerung C. Steuerung V. Speichern. Hier speichern. So, und jetzt kontrollieren wir einfach, ob der da ist. Und zwar, wie machen wir das? Ja, na klar, wir gehen ins Spiel.
So, Freunde, da seht ihr's. Den Trigger kann er nicht laden. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? SoftMill XML, SoftMill Triggers, i3D. Ah, jetzt zeigt er zu gemacht. Hier. Steuerung C. Moment. SoftMill XML, das stimmt ja soweit. Dann stimmt das auch. Dann müssen wir hier nur rein, beziehungsweise müssen wir hier das Teil umbenennen. Steuerung V und nee. SoftMill. Das ist nämlich das, die Shape-Datei heißt ja SoftMill. Also können wir die i3D nicht umbenennen. SoftMill. Das heißt Steuerung C. Steuerung V. Punkt. Speichern. So. Der Pfad sollte eigentlich stimmen. Heißt, wir gehen wieder ins Spiel, gucken nach. Karriere, freier Speicher, zack, mein gerade Start. Und dann lassen wir uns die Lok wieder anzeigen. Weil jetzt da noch irgendwelche Probleme hat. Nö. Hat er nicht. Sehr schön. So, dann bestätigen wir das auch. Und wenn wir mal gucken hier. Das müsste eigentlich hier hinten sein. Land. Ein bisschen weit jetzt zum dahinlaufen. Dann machen wir es anders. 12. Zack. Okay. So, Land. Na. Kaufen. Ja. Immer noch nicht da. Gut, dann machen wir uns das natürlich wieder einfach. Haben wir die Lok noch drinnen? Nein, die haben wir nicht mehr drinnen. Mods, da wollen wir hin. Dann lassen wir uns mal die Lok wieder anzeigen. Und dann machen wir einmal suchen. Die
wird geladen, das heißt, ist auch da. So, Freunde. Und damit ist die letzte Folge erledigt. Das heißt, die Map ist spielbar. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ja, solltet ihr trotzdem Fragen haben, wie gesagt, unterm dritten Video ist ein Einladungslink zu meinem Discord. Dort könnt ihr gerne eure Fragen stellen. Ich mache da extra noch einen Raum auf für die Gemeinderate. Bitte, wenn ihr Fragen habt, macht bitte einen Screenshot, damit ich auch weiß, von was ihr spricht. Ja, von Beschreibung alleine kann man schwer solche Sachen lokalisieren. Ja, wie gesagt, bitte macht einen Screenshot, stellt eure Fragen dort. Überhaupt kein Thema. Okay, Leute. Ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß mit der Gemeinderate. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann halt bei dem Let's Play der Gemeinderate mit dabei seid. Ja, wer dann halt noch die Sachen braucht für die Gemeinderate, wie zum Beispiel den Güllekauf, meldet euch, wie ihr sagt, bei mir auf dem Discord. Unterm Video 3 ist der Link dazu, der ist dauerhaft gültig. Ja, wie gesagt, viel Spaß mit der Gemeinderate. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin, bye bye. Und ganz wichtig, bleibt gesund. Ciao, ciao.